Man hat einen sehr nahen Kontakt zu den Professoren, zu den Kommilitonen. Das ist viel mehr wie eine Familie, mehr oder weniger. Man kommt nachher auch viel lieber einfach, weil man die ganzen Leute um sich herum hat. Und weil das ein viel stärkeres Gemeinschaftsgefühl ist. Mit der ganzen Gruppe, nicht nur so ganz kleine Lerngruppen, sondern wirklich in der ganzen Gruppe. Also ich habe sehr viel auch außerhalb vom Lernen, also nur vom Stoff her gemacht. Ich war auch im Fachschaftsrat, ich bin Tutorin, ich bin Mentorin. Also wenn man dieses Gemeinschaftsgefühl hat, dann ist man auch viel engagierter, irgendwie sich einzubringen. Und das habe ich halt auch relativ viel gemacht. Und das war für mich so mit das Beste. Meine Bachelorarbeit ging darüber, einen Time-of-Light-Abstandssensor zu entwickeln, der quasi mit einem ausgesendeten Lichtimpuls über die Laufzeit eine Entfernung misst. Zum Beispiel könnte man das vergleichen mit einem Stein, den man in den Brunnen schmeißt und die Zeit hört, bis er unten aufschlägt und sich daraus rückrechnet, wie tief der Brunnen ist. Ich war ja früher Animateur auf Kreta und habe mich dann irgendwann mal entschieden, ich muss was Ernsthaftes mit meinem Leben anfangen und habe dann ja, von dort aus entschieden, ich mache die Fachhochschulreife nach. Dort war ich dann ziemlich gut in Mathe, habe dann Mathe mit 1,0 bestanden und dann dachte ich, ja komm, jetzt machst du mal was mit Ingenieurswesen. Ja, ich habe mich dann im Internet informiert, welche FH den besten Ruf hat oder mit den besten Ruf, und dann habe ich immer wieder von der FH Aachen gelesen und dann dachte ich, ja, wenn ich das schon mache, dann dort.